Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal und ich bitte einmal zu bewundern, dass ich heute nicht mit ja angefangen habe. Also bewundern muss jetzt nicht unbedingt sein, aber vielleicht einen Daumen nach oben dalassen, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber genug davon, ich präsentiere euch heute insgesamt 10 Fakten über das Ravenclaw-Diadem. Und natürlich, wie immer, in der Hoffnung, dass ihr einige davon noch nicht kennen werdet, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Das sogenannte Diadem von Ravenclaw war das einzig bekannte Relikt der sagenumwogenen Hogwarts-Gründerin Rowena Ravenclaw. Optisch stellt das Diadem einen Adler dar, der seine Flügel ausbreitet und präsentiert einen großen, ovalen Saphir im Frontbereich. Fakt Nummer 2. Auf dem Diadem befindet sich die Inschrift: Witzigkeit im Übermaß ist des Menschen größter Schatz und war ein direktes Zitat von Rowena Ravenclaw. Fakt Nummer 3. Der Sage nach verleiht das Diadem dem Träger eine gesteigerte Weisheit und Intelligenz, was auch die am meisten geschätzten Attribute Ravenclaws an sich selbst und ihre Schüler war. Fakt Nummer 4. Wie die meisten Hogwarts-Gründerrelikte wurde auch aus Rowena Ravenclaws Diadem ein Horcrux Voldemorts. Dies geschah durch den Mord an einem albanischen Bauern. Fakt Nummer 5. Das Schicksal des Diadems unterscheidet sich leicht zwischen Buch und Film. Während das Diadem im Buch nämlich durch das Teufelsfeuer von Vincent Crabbe zerstört wird, ersticht Harry es im Film mit Hilfe des Basiliskenzahns. Fakt Nummer 6. Als Rowena Ravenclaws Tochter Helena Ravenclaw 15 Jahre alt war, stahl sie das Diadem ihrer Mutter und flüchtete damit in einen albanischen Wald, woraufhin Rowena sehr krank wurde und schließlich auch verstarb, ohne ihre Tochter vorher noch einmal zu Gesicht zu bekommen. Weiter geht es mit Fakt Nummer 7. Doch bis zu ihrem Tod behielt Rowena Ravenclaw die Information über den Diebstahl ihres Diadems vor den anderen Hogwarts-Gründern geheim. Fakt Nummer 8. Es gibt auch ein Replik des Ravenclaw-Diadems aus der Noble Collection und kostet dort je nach Anbieter zwischen 140 und 160 Euro. Das Replik besteht aus silberligiertem Messing. Fakt Nummer 9. Ebenfalls eine Szene, die es so nur im Film gab, war, als Helena Ravenclaw zu Harry Potter meinte, Tom Riddle hätte ihr versprochen, das Diadem zu zerstören, es aber stattdessen in einen Horcrux verwandelte und im Raum der Wünsche versteckte. Denn im Film bekundete Helena, dass sie davon erfuhr und es bereute, Tom diese Informationen gegeben zu haben. Dies drückte sie im Buch jedoch nicht so aus. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Es gibt auch eine Nachbildung des Diadems im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Diese Nachbildung befindet sich genauer gesagt auf dem Kopf von Rowena Ravenclaws Statue, hat aber im Gegensatz zum Original keine magischen Kräfte. Ja, das waren meine 10... Jetzt habe ich schon wieder mit ja angefangen, verdammt. Das waren meine 10 Fakten über Rowena Ravenclaws Diadem. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ja auch was dazugelernt. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo da. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!